Tolasana, die Waage, gehört zu den zwei hand zu den Gleichgewichtsübungen und auch zu den Lotus-Variationen. Ausgangsposition ist Padmasana, der Lotus, mindestens in der Grundstellung von Tolasana. Dann gibt die Hände neben den Oberschenkeln auf den Boden, entweder die Handflächen, die Fingerspitzen, die flachen Finger oder auch Fäuste. Und dann hebe das Becken hoch. Und das ist dann tolasana, also wie in einer Waage hängt der ganze Körper. Eine weitere Variation von Tolasana ist aus der kreuzbeinigen Stellung Sukhasana, also aus dem Schneidersitz heraus. Den Schneidersitz. Und dann die Hände auf den Boden und hebe jetzt das Becken hoch und dann die Füße hoch, das ist sogar anstrengender als Padma Tolasana, also der Lotus, die Lotuswaage. Hiermit stärkst du ganz besonders stark die tiefen Bauchmuskeln, Rectus, Abdomini und tiefere. Auch die Grundstellung aus dem Lotus stärkt die Bauchmuskeln. Beide stärken die Unterarmmuskeln und die Arme und auch die Latissimi, die daran beteiligt sind, dass du dich aufrichten kannst.